die Aktienmärkte mit erheblichen Preisrückgängen, dazu eine Interpretation, die eine allgemeine Unsicherheit momentan als favorisierte Meinung darstellt, eine gute Gelegenheit, kurz die Marktentwicklung zu betrachten und in einen Kontext einzuordnen. Wir blicken zunächst auf die disinflationären Marktentwicklungen. Ich habe Ihnen hierzu mal die Entwicklung der wichtigsten Vermögensklassen in der jüngeren Vergangenheit mitgebracht. Der blaue Balken zeigt Ihnen die Entwicklung in den letzten 4 Wochen, der graue Balken die Entwicklung im Kalenderjahr 2018. Und Sie können schon feststellen, egal ob Sie auf den globalen Aktienmarkt schauen, hier im Minus, die Aktien aus Schwellenländern im Minus, Gold, Abgaben von 5%, Rohstoffe 8% im Minus, die Rentenmärkte zeigen sich solide im Plus und Euro-Dollar hier minus 5,55%. Was können wir daraus mitnehmen? Nun ja, zunächst, dass Risikostreuung auf der Vermögensklassenebene, also zwischen Aktien und Anleihen, zumindest auf der Kalenderjahresbetrachtung ganz gut funktioniert hat. Aktien runter, Anleihen hoch, das kann man mal als positiv hinnehmen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass die Diversifikation innerhalb der Vermögensklassen, also wenn Sie Aktien aus Industrienationen und Aktien aus Schwellenländern mischen, dass das dieses Jahr keinen großen Diversifikationsbeitrag gebracht hat. Allerdings sind nicht nur die Entwicklungen an den Märkten für Vermögenspreise mit Preisrückgängen behaftet, sondern auch die Inflationserwartungen, die am Kapitalmarkt gehandelt werden, die haben sich zuletzt massiv eingetrübt. Der fallende Ölpreis, der trägt ja mit Sicherheit ein wesentliches Kriterium dazu bei, aber Sie können das schon hier sehen, die Inflationserwartung hier dargestellt in dunkelblau für die USA, in türkisblau für die Eurozone. Sie sehen schon, die sind massiv zurückgegangen, man könnte sagen, die sind kollabiert und das ist natürlich etwas, was zur Vorsicht mahnt. Rückgänge an den Preisen für die Vermögensmärkte, die laufen tendenziell der Konjunktur etwas voraus. Jetzt noch rückgehende Inflationserwartungen, das alles gekoppelt mit einer inversen Zinsstrukturkurve in den USA plus einer zurückgehenden Notenbankliquidität. Das alles können natürlich Gründe für diesen Rückgang sein. Auf der anderen Seite stellt man sich natürlich als Anleger die Frage, was funktioniert denn im aktuellen Marktumfeld? Welche Vermögensklassen oder welche Segmente haben sich seit dem Aktienmarkthoch gut entwickelt? Auch das habe ich Ihnen mitgebracht und ebenso die typischen Verdächtigen dargestellt. Wir sehen zum einen in dunkelblau den Goldpreis seit dem Aktienmarkthoch mit einem Plus von minus 3,2%. Wir sehen aber auch zum Beispiel innerhalb des Aktiensegmentes dementsprechend die Aktie von Nestlé hier mit einem Aufschlag von 5,4, also hier in dunkelblau, dementsprechend hier natürlich der Goldpreis eben hier unten positiv, aber auch die US-Staatsanleihe seit dem Aktienmarkt hoch mit einer positiven Wertentwicklung von rund 1,9% und hier in rot sehen wir den Aktienmarkt, der mit massiven Abgaben zu kämpfen hatte. Das heißt, innerhalb der Vermögensklassen gab es ein bisschen Risikostreuung auf der Vermögensklassenebene, hat es auch etwas geholfen, aber typischerweise, da sich Aktien deutlich stärker bewegen als beispielsweise Anleihen, hat ein Portfolio, das zu 50% aus Aktien besteht und 50% aus Anleihen, natürlich das nicht auffangen können, weil einfach die Wertbeiträge der Aktien viel, viel stärker sind, was die Schwankungsbreite angeht, als das, was die Anleihen tendenziell am positiven Gewinn hier realisieren können. Wenn wir diese Schwankungen nun in einen Gesamtkontext einordnen und über den Tellerrand hinausschauen, schließlich reden wir bei Kapitalanlagen über einen langfristigen Anlagehorizont, der mindestens 5, besser 10 Jahre betragen sollte, dann hier mal die Darstellung für eine Anlagestrategie mit einer Schwankungsbreite, die man erwartet von 12, die sogenannten Volatilität, einer erwarteten Rendite von 4 und dementsprechend, Sie sehen schon hier, was wir oft annehmen und als Menschen linear voraussetzen, das ist diese Wertentwicklung von 4%. Aber wir sehen hier die jährliche Performance, das sind jeweils die Jahresergebnisse, die sind eben deutlich stärker. Da geht es eben mal 10% runter, dann geht es 3% hoch, dann geht es 12% runter und dann mal 17% hoch. Also hier die Balken stellen das für die Kalenderjahre dar. Und hier unten haben wir das nochmal eben auch dargestellt für eine Summe von 100.000 Euro, damit man da mal ein gutes Gefühl dafür hat. Und Sie sehen schon, wir reden über eine Anlagestrategie mit einer Renditeerwartung von 4% im Schnitt pro Jahr und einer Schwankungsbreite von 12%. Und Sie sehen schon, diese 4%, die werden in den wenigsten Jahren erreicht. Also hier sollte man sich vorbereiten. Was sind Fragen, die man sich als Anleger nun stellen könnte? Nun ja, zum einen, passt mein aktuelles Depot zu meiner finanziellen Risikobereitschaft? Liegen die Verlustrisiken des Depots im Rahmen meiner Erwartungen und wie gut ist mein Portfolio diversifiziert hinsichtlich Vermögensklassen, aber auch der ökonomischen Treiber innerhalb des Portfolios? Das sollen die Fragen sein. Auch da sind wir wieder gerne bereit, diese mit Ihnen zu diskutieren.
Ihnen einen schönen Nachmittag, einen tollen Nikolaus, machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.